Hallöchen, liebe Minecraft-Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Feed the Beast Continuum. Ja, 100 Folgen sind vorbei. Auf geht's in die nächsten 100 vielleicht. Mal schauen. Und ja, unser ME-System steht. Yippie, endlich. Und ich habe auch schon mal ein bisschen Material hergestellt. Pure Certus, Pure Fluix, Crystals, hier die ganzen Prozessoren, paar Formation Cores. Habe ich schon mal alles hergestellt, damit man da mal so ein bisschen Vorrat hat. Und ich möchte mal hier von welchem mitnehmen. Das nehmen wir auch mal mit. Davon nehmen wir mal ein paar mit und davon nehmen wir ein paar mit. Und dann müsste das eigentlich passen. Ich möchte direkt jetzt erstmal, bevor wir jetzt dabei gehen und da jetzt großartig bauen, möchte ich auf jeden Fall einige Quests abschließen. Und wir werden uns heute mit einer Kotz-Quest, mit einer rein Crafting-Quest beschäftigen. Und zwar werden wir dieses Ding hier bauen. Die ganz große Cell. So. Machen wir mal anders. Storage. Genau, da haben wir sie alle. Okay, wir fangen an mit der 1K. Und zwar hätte ich da gleich mal ein ganzes Stack von. Dann hätten wir gerne 4K. Mal so viel wie geht. 21 nur. Okay. Dann die 16er. Das sind dann schon nur noch 7. 64. Das sind dann schon nur noch 2. Holy moly. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Das geht dann hier. Ich brauche 3 davon, ne? Und davon dann auch jeweils 3. Okay, dann nehmen wir mal unsere ganzen. Nehmen wir mal noch 2 Stacks von den goldenen. Storage. Machen wir das Ganze nochmal. 1K. 2 Stacks. 4K. 4K. Jetzt brauche ich die anderen Prozessoren noch wieder. Diese. Davon brauchte ich, glaube ich, nachher auch nochmal welche. Ich nehme mal vorsichtshalber nochmal welche mit. Und schon ist der ganze Vorrat schon wieder dahin. Aber dass man das hier mal neu eingeben muss, das ist so nervig. Storage. So. Die 1K sind jetzt alle weg, genau. Jetzt habe ich hier 4K. 16er. Habe ich jetzt 7. Das reicht noch nicht mal. Das reicht noch nicht mal ansatzweise. Oh. Also ganz ehrlich, ich glaube, wir kriegen das nicht fertig. 21 4K. Ich glaube, wir kriegen das nicht fertig. Das habe ich mir doch. Jetzt sehen wir die goldenen wieder. Den
Kann ich einen von den gelben machen? Dann brauche ich halt noch zwei von. Rein theoretisch sogar 9. Wir machen mal Folgendes. Wir machen mal. Macht eine 16er. Also 3. Eine 16er. Macht eine 64er. Stopfen wir die erstmal hier unten rein und den Rest erstmal wieder zurück. Dann ist das noch ein bisschen zu heavy. Also ich habe gedacht, das würde ich easy schaffen, aber da habe ich nicht genug Prozessoren für vorbereitet. Aber dann kümmern wir uns mal um den anderen Shirt. Ich nehme mal davon mit und davon mit und davon mit und die haben wir und davon mit und dann die goldenen nehmen wir mal mit. Die Panels nehmen wir mit. Und dann kümmern wir uns nämlich heute um das gecrafte Pattern Terminal. Crafting, ein Pattern Terminal, okay. Dann haben wir hier einen Fluid Terminal. ME Fluid Terminal haben wir auch. Crafting Terminal haben wir dran. Interface. Das könnten wir eigentlich auch gleich mal machen. Okay, dafür brauche ich erst ein Interface. Pattern habe ich. Interface habe ich. Fluid habe ich. Okay, dann habe ich die Terminals alle. Molekular Assembler. Zack, haben wir das auch. ME-Interface haben wir auch. P2P-Tunnel, Memory Card. P2P-Tunnel in Standard. Light ME. Nehmen wir mal ein
Deck von mit ins System hier? Was machen wir denn hier mit dem Virus? Zack. 1, 2, 3. Ein P2P-Tentool, eine Memory Card. Haben wir auch. Ich mach mal so, wie es logisch ist, weil wir brauchen schon zwei P2P-Tunnels, sonst geht das Ganze nicht. So. Dann haben wir Dense Covered Cable. ME Dense. Die Fluix. Okay, ich habe keine Wolle. Doch. Glasfaserkabel, die brauche ich mal eben fix so. Kann ich nicht. Ja. Elf Stück. Nehmen wir die mal raus hier. Passen, aufpassen, dass wir nicht alle verkraften. Was wollte ich jetzt bauen? Shit. Achso. ME Dense Fluix. Aber nicht als Smart Cable. Oder ist das egal? Doch, die Covered Cable. Dense. Covered Cable, Fluix. Machen wir so. Und so. Dann brauche ich drei Stück davon. Und einmal so. Back. Ein Security Terminal. Security Terminal. Der braucht eine 16er. Der braucht mein ME Terminal. Ja, das brauche ich sowieso nicht. Einmal die Chest. So. Einmal das Security Terminal auch. Dann ein Wireless Terminal. Titanium Iridium Alloy Ingot. Quarzfeier habe ich drüben. Das können wir alles hier rein. Einmal
einmal. So, wie mache ich denn das? Titanium Iridium Alloy. Dafür braucht den Electrical Arc Furnace mit Titanium und Iridium. Gut, fällt aus erstmal. Wegen ist nicht. ME Wireless Access Point. So. Wireless. Achso, habe ich schon gebaut. Okay, dann haben wir das zumindest schon mal komplett. Okay. Wie kompliziert ist denn das da, diesen Ofen zu bauen? Electric Arc Furnace. Electric Arc Furnace. Copper ist kein Problem. Nether, das ist Heatproof Brick. Okay, ist auch kein Problem. Das ist auch kein Problem. Polarized Gold müsste ich eventuell herstellen. Das sollte auch kein Problem. Also eigentlich ist das ganz easy. Das könnten wir in der nächsten Folge mal angreifen. Ich glaube, das ist sowieso noch eine Quest. Hier. Okay, hier werden wir aber dann, denke ich, mal von vorne anfangen. Das könnten wir dann in der nächsten Folge angehen. Was haben wir denn hier noch? Metakondenser. Den Metakondenser. Oh, der ist ja easy. Okay. Und getting hot in here. Getting hot in here. Ah, hier. Okay, dafür muss ich dann tatsächlich diesen Ofen erst bauen. Gut, dann haben wir aber schon gut was geschafft. Im Bereich ME. Ja, das finde ich jetzt gerade ein bisschen schade. Dass das nicht funktioniert. Warte mal, das war doch dieses Teil. Condense into metamorphs, condense into singularity. 256 per Item. Kann man da was? Ah, da muss eine Speicherzelle rein. Muss dann eine 64K. Oh, muss dann tatsächlich eine 256er Storage-Komponente eingesetzt werden? Okay, das ist heavy. Das ist wirklich, wirklich heftig. Okay.
So, gucken wir uns das auch mal an hier. Ja, da sind wir, denke ich mal, gut weit mit durchgekommen. Ja, okay, das ist dann die Königsdisziplin. Hier. Space Helm, Space Suit. Was brauchen das alles? Space. Okay, nichts. Nichts Außergewöhnliches. Ja, okay. Okay. Ich glaube, das sind so Sachen. Das ist das Advanced Rocketry. Advanced Rocketry, ja. Goldplate. Ich glaube, das sind Sachen, die würde ich gerne. Ah, es geht nicht immer. Würde ich gerne mit Autocrafting machen. Aber das funktioniert, glaube ich, nicht immer so richtig gut. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir sind soweit durch für heute. Mal eine Folge, die mal nicht wieder so 30 Minuten lang ist. Und ja, ich würde sagen, ich bin raus für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ach ja, ich habe hier übrigens noch einen kleinen Verbindungstunnel gebaut. Und da hinten habe ich auch noch ein bisschen umgebaut. Aber nicht viel. Sieht ein bisschen, nur ein bisschen anders aus. Ein bisschen stylischer.